Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Dungeons. Dann würde ich sagen, das versuchen wir doch nochmal. Gleiche Schwierigkeit, also Schwierigkeitsstufe 4. Ja, doch, vielleicht. Also wir sind ja doch weit gekommen. Es war jetzt nicht so, dass wir am Anfang direkt völlig überwältigt waren, sondern... Außerdem ist ja die Teamkraft jetzt auch, wir haben jetzt 12 und vorher hatten wir noch 10. Ah, okay. Also wir sind ja jetzt auch dadurch besser geworden. Also... Das ist nicht verloren, sondern es ist alles nur Training. Genau. Zumindest der erste Teil, der ist ja dann, ist schon klar, was uns erwartet. Ja. Finde die Dorfbewohner. So. Einmal den Wolf. Genau, da waren wir ja schon. Ist das, wir müssen es aber jetzt neu aufdecken. Und es könnte natürlich sein... Meinst du, dass die Truhen woanders sind? Dass es vielleicht nicht ganz genau so ist. Beile. Ich muss mir das mal angewöhnen, hier mehr mit dem zu arbeiten. Ja, mit dem Rollen. Ja. Also wegen der Controller-Steuerung, ich denke jetzt nicht, dass man im Nachteil ist bei dem Spiel. Das ist schon sehr ausgeglichen. Also man hat aber jetzt auch keinen starken Vorteil dadurch, wenn man jetzt irgendwie mit Maus und Tastatur spielt. Gerade also bei so Shootern, da gibt's ja, streiten sich ja die Geister. Mhm. Ob das jetzt Vor- oder Nachteil ist. Weil du ja mit der Maus sehr präzise zielen kannst, aber gleichzeitig hast du halt diesen analogen Input, wo du dich gleichzeitig bewegen kannst, während du schießt und ähnliches. Mhm. Wo dann wieder argumentiert wird, dass du ja mit dem Controller mehr Vorteil hast. Ich glaube, die Tests zeigen, also gerade bei so Spielen wie Fortnite, wo einfach competitive gegeneinander gespielt werden kann mit beiden Techniken, zeigt so ein bisschen, dass die Mausspieler meistens dann doch überlegen sind. Wegen der präzisen Steuerung. Mhm. Aber gerade bei solchen Spielen finde ich das eher angenehm eigentlich, weil du halt... Ja, du... Das ist ja sowieso so intuitiv irgendwann. Ich nehme gerade sehr viel Schaden. Du musst mal gerade übernehmen. Vorsicht mit der Lore. Ja. Muss mal kurz... Ich glaube, bei dem nächsten Pfeil wäre ich tot. Ah, jetzt kann ich mich heilen. Sehr gut. Habe ich noch 47. Also Vorsicht, Lore! Yep. Ja, ich dachte, wir kriegen es jetzt. Oh Mist, sorry. Das ist wieder... Selbe Situation wie vorhin, ne? Nur, dass jetzt mehr Zombies da sind. Ja. Hatten wir nicht irgendwas gesagt von nicht reinrennen am Spawner? War da ja, da war doch sowas, Lukas. Ja, ich hatte gesehen, dass man im Grunde nicht viel Schaden machen kann, wenn man nur mit dem... Das ist keine Chance hier. Wenn man nur mit dem Bogen auf den Spawner schießt. Ja. Vielleicht stellen wir uns einfach hier hin. Der eine ans eine Eck, der andere ans andere. Oder ich verteidige dich ein bisschen, während du den kaputt haust. So, ich hab... Der Spawner ist weg. Also... Da oben ist noch einer. Da ist noch einer, okay. Oh. Die Raketen machen was. Ah, ich glaube, ich mache mit diesen Sicheln etwas Flächenschaden. Muss ich loben? Jupp, den haben wir. Hey, hier ist noch Spawner. Ah, noch Hilfe! Einer. Oh, ich bin... Das ging jetzt schnell. War das nicht so mit, wir wollten nicht so reinrennen? Mhm, ich erinnere mich. Ja. So, jetzt schauen wir mal eben. Also wir haben jetzt die Spawner, die bleiben weg. Aber hier ist noch einer. Ja. Ah, vielleicht war das auch die Kombination mit Lore kommt und gleichzeitig hauen die Monster auf einen drauf. Man sollte auf jeden Fall nicht losrennen, wenn man keinen Heiltrank mehr hat. Ja. Das wäre mal so nur so eine Idee. Okay. Waren wir hier oben? Ich glaube, wir waren hier. Da ist alles aufgedeckt zumindest. Da ist nichts, ja. Okay. Ja. Gut. Also, um jetzt das mit dem Controller noch abzuschließen, es ist für das Spiel Hypothese, es ist egal. Man kann beides machen. Ich glaube, es ist egal, ja. So.
Wie sieht es bei den Pfeilen aus? 100 hast du. Gerade so. Düdüt. Bitte? Ja. Irgendwas hat so Geräusche gemacht eben. Ja, ich habe so Gegenstände aufgehoben. Okay. War das nicht das, wo die auf einmal mit Feuer kamen? Oh, da ist einiges, okay. Oh, ich muss weg. Ja, ich gehe auch mal lieber weg. Also ich glaube zumindest, dass hier keine neuen Gegner einfach spawnen. Also das ist ja schon mal was. In der Nacht wohl schon, also sobald einer gestorben ist, aber nicht normalerweise. Das heißt, man kann sich wirklich so ein bisschen auch die Zeit nehmen, die man braucht. Hm. Und da hinten sind... Man sollte vielleicht nicht unbedingt hinter einer Box stehen und nur auf die Box schießen und nicht mehr auf die Gegner. So. Ach, guck mal da oben. Ganz viele Spawner. Ach, guck, den Spawner kann ich sogar angreifen, ohne... Okay. Den zweiten auch. Ja, so, das ist praktisch. Aufstieg, Verzauberung. Okay. Ja, das macht's etwas Okay, aber da können wir, glaube ich, noch nicht durch. So, warte, ich verzaubere noch mal kurz. Nee, zu teuer. Überladung, zu teuer. Dein Warte habe ich gehört, ich glaube, aber ich habe den letzten Dorfbewohner befreit. Und jetzt ist das Tor auf. Ja, sorry. Ich kann die aber so ein bisschen verteidigen, solange du noch im Menü bist. Ich bin schon wieder unterwegs hier. Okay. Oh, der Magier. Ja, jetzt ganz viele Pfeile. Hm? Oh. Ja. Kann er auch hier hoch? Ich glaube, ich treffe ihn von hier nicht. Habe ich den Eindruck. Hm. Ich muss weg. Oh, okay. Ja, das war der Test. Er würde mich auch da oben treffen. So, ich muss warten, bis mein Heiltrank... Ich muss warten, bis mein Heiltrank heißt, ich kann jetzt nicht kommen. Ja, ich sehe keine Möglichkeit, wie du mich wiederbelebst, ohne direkt zu dem zu laufen, also ihm in die Arme zu laufen. Er ist jetzt ein bisschen weiter nach hinten gegangen. Nee. Keine Chance. Okay, ja, das... Hm. Ja, dann, das war jetzt das Problem. Also ich bin alleine reingerannt. Ja. Und dann zielt er natürlich. Als ich gesagt habe, ich muss mich zurückziehen, hast du gesagt, ah, dann kämpfe ich halt alleine weiter. Ja. Wo bist du jetzt? Ich sehe oben... Ich bekämpfe den Magier. Im alleine. Melee. Geht es noch? Oder ziehst du dich auch bald zurück? Ich ziehe mich sofort zurück. Okay, der Magier hat schon sehr viel Schaden genommen, das ist schon mal gut. Ich habe jetzt keine Pfeile mehr. Ich habe noch 28 Pfeile. Also ich kann von hier aus ein bisschen... Oh Mist, ich wollte gerade weg. Also der mag den Nahkampf nicht. Der rennt weg. Ja, das ist klar. Ich versuche, da wegzukommen, aber ich schaffe es nicht. Ja. Ist der in der Nähe? Ah, da ist er ja. Aber er ist fast, fast weg. Nee. Ja, noch nicht so gut. Ja, Lukas, lass uns doch versuchen, mal zusammen zu bleiben. Du meinst nicht alleine voll nach vorne rennen und... Ich hätte gesagt, wir gehen zusammen nach vorne und wir ziehen uns zusammen zurück. Das heißt, wenn einer sagt Rückzug, dann ist Rückzug, egal wer es ist. Ja. So mal mein Vorschlag.
Dann gucke ich nochmal, was ich kriege. Ich kann zwei Gegenstände kaufen. Der eine davon ist sogar besser und einzigartig. Eine Glutrobe verbrennt Gegner in der Nähe. Das klingt doch wie etwas, was wir gebrauchen können. Ich habe jetzt einen besseren Bogen gemacht. Aber der andere Bogen schießt auf zwei Feinde gleichzeitig. Und ist einzigartig. Ja, nee, dann behalte ich den. Oh. Eine Magierrobe. Eine Magierrobe. Also sieht so aus zumindest so. In Rot. Mit einem spitzen Hut. Also so spitz, halt so ein Hut in Minecraft sein kann. Ja. Ja, ja, da hinten noch so einen Zipfel runterhängen. Ja. Ich wäre soweit. Gut, Mission starten. Lukas, fass doch nochmal unsere Strategie zusammen. Gebrüll und in den Gegner ist verboten. So, drauf und tot ist nicht. Genau, also wir bleiben zusammen, wir gehen zusammen, also bei den stärkeren Gegnern zumindest, ne? Den Gegner zu und wir verschwinden zusammen. Ja. So, waren hier vorher keine Gegner? Kam jetzt so leer vor. Da kommen sie schon. Jetzt frage ich mich gerade, die Pfeile, die heilen, also die erscheinen einfach wieder, oder? Die Pfeile erscheinen wieder. Also ich habe mit 80 Pfeilen jetzt gestartet. Ich glaube, man startet quasi mit dieser Menge. Ich hatte, glaube ich, 125 oder sowas. Beim Start? Ja. Okay. Vielleicht liegt das aber auch am Bogen. Möglich. Also ich habe jetzt eine schnelle Armbrust. Ah, die schnelle Armbrust so. Macht nicht viel Schaden. Ja, das war... Die schnelle Armbrust macht nicht viel Schaden, aber kann dafür sehr, sehr viele Schüsse machen. Okay. Aua. Jetzt musste ich mich heilen. Mhm. Aber wir haben eine Truhe nicht geöffnet. Zurück. Erdmarsch. Oh. Wo war die denn? Ach, hier unten. Oh, die habe ich nicht gesehen. Ich habe sie auch nur auf der Karte gesehen. Hm. So, dann heile dich doch. Bitte. Du hast weniger Pfeile, nimm du die mal. Oh, ein Schleim. So, warte mal bitte. Ich kann ja hier stehen bleiben, während ich warte, oder? Okay. Oh, ein Spawner. Wollen wir los? Ja, ich schieß weiter drauf. Den Rücken. Die Raketen haben echt was gebracht. Das hat den Spawner halb zerstört. Mhm. Ja, ich habe keine Raketen. Ich habe diesen Gegenstand, dass dieses Artefakt nutzt, ne? Das habe ich rein oder? Ja. Das habe ich, wie sagt man, nicht verkauft, sondern verwertet. Die Raketen? Ja. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen drüber. Also es ist auf jeden Fall praktisch. Ja. Ich glaube, hier rechts geht's weiter, ne? Genau, oben ist auch nichts. Hinter der Lore hinterher. Passt. Kannst du die Truhe auch nochmal öffnen? Ja. Ah, ja gut. Heilen mussten wir jetzt ja nicht. Ah, da links oben sehe ich einen Magier. Versuch den mal zu treffen. Zumindest hat er so eine lila Robe gehabt. Und wir wissen ja, alles was lila ist, ist auf jeden Fall magisch. Ja. Genau, der ist das hier. Ja. Ich ziehe mich noch nicht komplett zurück, aber gehe mal ein bisschen in Deckung.
Ich gehe mal auf Fernkampf. Ah, da ist wieder so ein Magier wahrscheinlich, ne? Ich habe nur halbe Energie. Ich muss erst warten, bis ich mich heilen kann. Zieh mich zurück. Kann mich nämlich gerade nicht heilen. Und du siehst ja meinen Balken. Kann ich mal gerade gucken. Also ich kann die Maus auch nutzen, während ich mit dem Controller spiele. Also 16 Lebenspunkte habe ich noch. Das geht ja, ne? Ja. Das ist ja schon fast... wenig. Oh, Pfeile. Ich glaube, ich bin gerade aus dem Spiel rausgeflogen. Ah, ich kann beitreten. Das kann ich mal versuchen. Bodylikers hat das Spiel betreten. So, und wo bist du jetzt? Ich bin am Start. Am Start, okay. Aber der Weg dürfte ja frei sein. Ja, dann versuche ich mal, mich hier unauffällig noch mal ein bisschen das Rollen. Wichtig wäre zu überleben. Versuche unauffällig zu überleben, ja. Unauffällig zu überleben, das ist die Strategie. Ja, da haben wir noch zwei Smaragde. Ja, aber jetzt haben wir das auch gerade getestet. Interessant, also der Verbindungsabbruch, weil bei vielen anderen Spielen ist es ja so, dass du dann halt alleine weiterspielen musst. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen ärgerlich. Oh, eine Lore hat mich fast runtergeschmissen. Ufbase. Yep. Du hast noch halbe Energie. Du könntest dich mal heilen. Ich sehe alles. Ja? Wo hast du das jetzt gesehen? Ich sehe dein Symbol außerhalb des Bildschirms und der hat eine Lebenspunkteanzeige. Ah, okay, ich verstehe. Ja. Ja, ich bin wieder bei dir. Dann? Hier geht's weiter. So, Spitzhacke, ne, die brauche ich nicht. Oh, der Magier. Ja. So, dann. Ich habe wieder 300 Pfeile. Ich habe das Dynamit zu weit geschossen. Ist er noch da? Ich bin noch da, ja. Ach so, nee. Ah, er ist runtergefallen, deswegen sind die Gegenstände hier oben aufgetaucht. Das ist praktisch. Also du kannst Gegner auch runterschubsen. Scheinbar, ja. Also Knockback bringt was. Wobei, siehst du auch diese kleinen Symbole da unten? Kleinen Symbole? Was so aussieht wie Smaragde? Kannst du mal hier links an den Rand gehen? Hier, wo ich stehe? Okay, die fliegen nicht zu dir hoch. Okay, also wir haben drei Smaragde verloren. Ja, aber gut, das ist jetzt nicht so. Damit kann ich leben, oder? Ja. Verzauberter großer Schleim. Drei verzauberte große Schleime. Moment. So. Elektrisiert, doppelter Schleim, ich bin gefallen. Das Elektrisieren, das ist hart. Ja. Das ist ja jetzt unglaublich. Das eine Lore war's. Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die dass die halt mal nebenbei mal so extrem fies sind. Ja, so krass. Das war auch das erste Mal, dass wir sowas jetzt hatten. Ja, und Schleim ist ja auch nicht so gut mit Pfeil und Bogen zu töten. Das geht schon. Ja, aber selbst so ein kleiner braucht halt richtig viel Schaden. Der hat aber auch richtig viel Schaden bei mir gemacht. Ja. Ich bin fast tot. Ich muss hier jetzt mal stehen bleiben. Also ich habe meine 300 Pfeile schon wieder aufgebraucht. Ja, ich habe noch 23 Lebenspunkte und es dauert noch eine Zeit lang, bis ich wieder mich heilen kann. Ich stehe in der Ecke und schäme mich, weil
Also, ja, also das war jetzt neu. Mit den Verzauberten. Ja, interessant ist es für wahr. Also wenn ich mir das so angucke, die Höhle, ist die genau gleich wie vorher? Dieser Gang ging ja nicht vorher um eine Ecke, als wir das beim letzten Mal gestartet hatten? Meinte, es wäre etwas anders. Ja. Und diese Slimes, die hatten wir auf jeden Fall auch noch nicht gesehen, so. Also nicht die elektrisierten Verzauberten und drei Stück davon. Aber wir sind jetzt auch eine höhere Stufe. Also es könnte dass die sich anpassen. Du meinst, es passt sich unserer Stufe an? Ja. Das ist natürlich auch noch denkbar. Ich bin mal drauf. Und hier ist so ein Eisbiom. Oder was soll das darstellen? Das ist auch neu. Okay. Also das ist natürlich gut für den Wiederspielwert. Da ist wieder ein Spawner. Ah, okay. Weg, 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 weg. Ich folge dir. Wieso weg? Geht's noch? Weil also du hast das wieder gehalten. Einfach, ne? Weil der Spawner weg war und zu viele Gegner. Ja. Ah, da ist so ein Schwein, was eine Truhe trägt. Truhe hat, okay. Und da hinten ist ein Spawner. Ja, dann holen wir doch erstmal das Schwein. Ja. Jetzt bleib stehen. Ah, okay, es bleibt stehen. Wenn man gegenhaut. Wow. Überlebt. Ich habe eine Spitzhacke aufgenommen und die ist sehr viel stärker als das, was ich jetzt habe. Ich habe Dolche, die stärker sind. Und ich höre, dass du wieder angegriffen wirst. So, unsere Wölfe sind im Einsatz. Ich habe die Rakete im Anschlag. Das heißt, ich würde vorschlagen, vorhin Rakete reindonnern, zurückziehen. Mhm. Ja? Ja, ich habe gerade mal meine neue Waffe eingestellt, verzaubert. Also, du willst durchziehen und dann den Spawner kaputt machen. Mit einzelnen Raketen. Weiß ich nicht. Also, ich könnte noch... Ich habe halt einfach keine Pfeile mehr. Ich kann mich hier so ein bisschen nach vorne stellen. Vielleicht respawnt meine Rakete. Mhm. Versuch mal. Hat den schon etwas getroffen. So. Ja, oder einer ist sogar weg. Ja, ich glaube, wenn die so ein bisschen eingeklemmt sind, können die auch nicht so gut angreifen. Das hilft uns natürlich. So, ich habe geheilt. Da habe ich aber auch keine Pfeile mehr. Doch, ich habe 40 Pfeile. Hm. Vielleicht sind da welche fallen gelassen worden. Also ich habe jetzt so eine Spitzhacke bekommen, die ist ziemlich gut. Wo bist du gerade? Hier. Ich da am Eingang. Ja. So. Ich glaube, dein Hund kämpft noch ein bisschen weiter. Ja. Also mit einem einzigen Bündel habe ich gerade 66 Pfeile bekommen. Okay. Muss irgendein Gegenstand sein, der das macht. Ja. Ja, oder das ist wirklich abhängig von der jeweiligen Waffe, die du trägst, dass du bei den schwächeren Waffen mehr Pfeile kriegst, weil du auch mehr brauchst oder so. Oder bei den stärkeren mehr Pfeile kriegst. Vorräte. Ja, dann, Oh, ein Magier. Ah, unser Lieblingsgegner. Ja. Ich heile mich mal. Aua. So. Ich glaube, wir haben ihn. Okay, das ging etwas besser. Ja, ich habe auch ich bin mit Heiltrank im Anschlag reingerannt. Das heißt, als es schlimmer wurde, konnte ich mich heilen. Jetzt allerdings nicht mehr. Ja, ich musste auch ein bisschen wegrennen, damit ich mich heilen konnte. Zurück. Okay. Jetzt kann ich mich auch wieder heilen. Ich halte sie mal ein bisschen mit dem Bogen in Schach. So. Dann können wir jetzt wieder. Ja. Das war jetzt nicht gut.
Oh, da ist einer, der die verzaubert. Da will ich den nochmal zuerst angreifen. Ja. Oh, und vielleicht nicht so mittig rein, sondern genau, ich komme mal zu dir da zur Seite. Ich kann mich gerade nicht heilen, das ist ein bisschen mein Problem. Und ich weiß nicht, ob du auf den Gegner schießt oder nur gegen die Mauer. Ich glaube nur gegen die Mauer. Ich habe so ein kleines Problem mit meiner Gesundheit. Jetzt geht's wieder. Die können sich auch quasi verstecken oder nicht verstecken, aber die in Deckung gehen. Zurück. Wo bist du? Hier bei dir. Kannst du mich mal verteidigen? Ich bin fast tot. Ich konnte mich aber gerade rechtzeitig heilen. Okay. Puh. Also ich kann mich nicht heilen, ich habe nur spaßeshalber 5 Lebenspunkte. Okay. Aber überlebt. Also du kannst ruhig langsam weiter töten, ich bleibe einfach hier stehen, um zu überleben. Der Hund ist ja weiterhin aktiv. Ja. Aber ein einziger Pfeil würde, glaube ich, ausreichen. So, jetzt bin ich wieder da. So, bist du da? Bin hier runtergegangen. Okay. Ja. Da haben wir aber eine ganze Menge. Mhm. Ich krieg auf jeden Fall keinen Schaden von deinen Schüssen, von diesen Raketen. Ja, das ist schon mal gut. Mhm. Ehrlich gesagt würde ich auch nicht sehen, da los wäre. So viel Schaden, wie die machen, so viele Explosionen. Ja. Hm. Okay. Hatte mir noch vorgenommen, mich öfter zu rollen, aber irgendwie. Ich vergesse es im Eifer des Gefechts immer wieder. Also. Da oben wäre noch was. Da ist noch der letzte Dorfbewohner. Ah, ich habe keine Pfeile mehr. Der haut drauf. Toll. Ich habe mich gerade runtergerollt. Also du hast das Rollen probiert und ein bisschen Abhang runter? Ja. Ah, okay. Hast aber du bist befreit? Okay. Dann ja, müssen wir nur noch raus. Genau, da steht, verlasse die Mine und der Pfeil zeigt hier runter und auf der Minimap gibt es eigentlich auch sonst keinen Bereich mehr, ne? Ah, da ist TNT. Ich werf mal das Dynamit. Oh, Spawner, Achtung. Okay. Hier ist auch einer. Ja, Rückzug. Ich bin von der Rückzug, genau, ich bin von der Rückzug vom Spawner. Da ist wieder so ein Slime. Ich weiß nicht, ob der jetzt auch. Rückzug. Ja. Ich habe noch einen Heiltrank. Ja, ich habe auch einen, aber. So. Geschwindigkeit. Okay, dann. Ja. Versuchen wir mal mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Ach, zwei Spawner sind hier unten, okay. Ja. Ich würde sagen, das haben wir. So, wo müssen wir jetzt lang? Da links lang. Also da wir rechts. Waren hier rechts, waren wir noch nicht. Oh ja, und natürlich ist da ein Spawner. Ich ziehe mich mal eben zurück. Okay. Ich habe auch keine Pfeile mehr, leider. Ich habe noch 0 Pfeile. Ja, ich möchte meinen Hund gerne kämpfen lassen, aber ich selbst bin zu kaputt. Jetzt kann ich mich wieder heilen. Okay. Und natürlich ist mir eine Lore in die Hacken gefahren. Klar. So, und ich heile mich erstmal, aber das dauert einen Moment. Aber ich sehe, dein Wolf überlebt auch nicht. Ja. Oder hat es nicht überlebt. Ja, also theoretisch muss man ja diese Bereiche nicht machen. Wenn da jetzt wirklich nur ein Spawner ist, den brauchst du ja nicht, um das Level abzuschließen. Ja, aber. Ja, aber. Oh, Magier. Genau Mist. Das. Und keine Pfeile. Ja. Sollen wir uns eine Strategie überlegen? Ich habe gerade, ich sehe gerade, ich habe 3 Verzauberungen übrig. Mhm. Das heißt, ich habe 2 Verzauberungen übrig. Könnte da so. Da gibt es einen Jagdbogen. Und da habe ich eine schnelle Armbrust. Ich habe sogar noch eine stärkere Rüstung. Könnte auch helfen.
Schnellfeuer. Mehrfachschuss. Bucht. Aber ich bräuchte natürlich... ja, ohne Pfeile bringt das natürlich jetzt nicht viel. So, das war der Jagdbogen. Linksbogen. Eine Verzauberung habe ich noch. Aber damit kann ich auch nichts Sinnvolles machen. Ach, die Armbrust, dort kann ich mehrere Sachen drauf zaubern. Hast du eine seltene? Ja. Schosse versorgen bei verzauberten Gegnern mehr Schaden. Giftwolke. Unendlichkeit. So. Also, ich hätte jetzt eine gescheite Armbrust, hätte ich Pfeile. Ja. So, auch so ein bisschen mein Problem, aber was haben wir zu verlieren, ne? Gut. Also drauf. Dann... Ja, wir machen die kleinen platt und dann hauen wir am besten so ein bisschen... Ich bin tot. Kannst du draufhauen? Wenigstens noch Schaden machen? Der scheint ja eingeklemmt zu sein. Ja. Einfach drauf. Vielleicht... Ich bin in die Luft geflogen. Vielleicht schafft sie ihn sogar. Sehr schön. Du kannst mich auch direkt wiederbeleben. Das war knapp. Da kommt die Lore gleich. Genau, ich versuche... Okay, die Gegner sind aus dem Nichts erschienen. Ja, ich bin fest. Und du hast keine Pfeile mehr. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich würde eher nach unten versuchen. Ja. Wir haben noch ein Leben. Ein verbleibendes Teamleben, ja. Also das war jetzt die dämlichste Kombination ever. Du bist tot. Liegst auf den Schienen. Ja. Ich habe keine Pfeile. Und eine Spinne, ein Skelett und... Und ich bin festgehalten. Ja. So, okay. Hast du jetzt Pfeile? Hast du welche bekommen? Nein. Okay. Dann gehen wir doch mal auf dieses Lava... auf diese Lava-Plattform. Mit Sicherheit Schaden. Oh, der Erzfinger. Ein Redstone-Golem. Ja. Großartig. Ich muss sie jetzt schon heilen. Aua. Das ist Lava, nicht durch die Lava laufen. Ja. Und wahrscheinlich darf man auch nicht auf diese roten Dinger laufen. Ich würde mal sagen, wir müssen versuchen, erstmal nicht getroffen zu werden. Wisst ihr gerade nicht, wie ich das tun soll. Ich habe relativ wenig Leben. Und diese roten Punkte, die sind sehr gefährlich. Ich musste schon meinen Heiltrank nehmen. Ich kann mal versuchen, von hinten auf ihn drauf zu hauen. Vielleicht bringt das was. Ich warte gerade mal, bis Sachen wieder hier... Ja. Aua. Aber es scheint einigermaßen zu funktionieren. Oh, wenn du ihn haust, haut er direkt zurück. Mhm. Als wäre er wütend. Also ich lass mal die Hunde los. Jetzt kann ich mich heilen. Und jetzt habe ich eine Rakete. Habe ein bisschen Schaden gemacht zumindest. Ah, guck mal, wenn er diese Pfeile macht... diese roten... Oh Mist, ich kann nicht weg. Diese roten Kreise auf dem Boden. Dann bleibt er kurz stehen. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man ihn angreifen kann. Ja. Wenn man dann auch überlebt. Ich bin in die Lava gefallen. Ja. Du, ich habe auch nicht mehr viele... Du sollst dich erstmal heilen. Heilen! Heilen! Weg da! Sorry, das ging jetzt gerade nicht so gut. Und ein Creeper kommt natürlich. Letzte Chance. Okay, also wir haben noch eine, okay. Und er kriegt Schaden durch irgendwas. Du, ich versuche erstmal ein bisschen Abstand zu bekommen. Ich glaube, je länger man es so ein bisschen herauszögern kann, desto besser ist es für die Lebenstränke. Mhm. Wenn es jetzt das nächste Mal duckt... Oh, So, jetzt meine ich. Sehr schön. Jetzt kann ich dich auch wiederbeleben, ne? Ja. Puh. Jo, das war doch ganz entspannt. Mhm.